Guten Morgen, Friedenskirche. Wir sind die Friedenskirche, oder? Dann können wir auch ein bisschen Lächeln am Gesicht haben. Auch müssen nicht immer so stur so hinsitzen. Ich bin glücklich, dass ich im Gottesdienst bin. Ich wollte kurz erzählen, ein bisschen über meine Geschichte, weil das passt zu unserem Thema heute. Die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, hat sich von einer kleinen Gemeinde, so mit 100 Mitgliedern, zu einer ganz großen Gemeinde entwickelt, mit so 2000 Mitgliedern. Aber als ich auf den Weg machte, als Pastor zu sein, wurde mir sehr klar, dass ich hatte keine Chance, irgendwas in dieser Gemeinde zu tun. Kann man nachdenken, in einer Gemeinde von 2000 Leuten, die hatten alle Stellen voll, die hatten 5 verschiedene Bands, die hatten 20 genug Klavierspiele, sie hatten alles, was sie brauchten. Die brauchten nicht noch einen Prediger, der in der Bibelschule geht. Und ich dachte, wie dann lerne ich, ein richtiger Pastor zu sein? Weil nur in die Schule zu lernen, im Kopf zu lernen, das ist keine Ausbildung. Ich dachte, ich muss eigentlich von einem Pastor lernen, der was mir beibringen kann. Ich wollte nicht nur Kopfwissen haben, ich wollte praktische Erfahrungen. Und ich wollte nicht eine Art von Pastor zu sein, wie ein Entertainment Director auf einem Kreuzschiff ist. Ich wollte ein Pastor sein. Es gab einen Pastor, das ich sehr schätzte. Er hat gerade eine neue Gemeinde gegründet in einem Basketballstadion. Das war ein Basketballstadion und Community Center. Die hatten viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge in dieser Gesellschaft zu machen, in diesem Zentrum. Und er hat angefangen mit einer Gemeinde da drin. Und er wollte nie ein Gebäude bauen. Jeder kommt zu ihm und sagt, fragt, und wann fängst du an mit deinem Aufbauprozess, kaufst du ein Grundstück und fängst an? Und er sagt, nein, das ist meine Art von Gemeinde, dass wir hier inmitten von Gesellschaft was machen. Und von diesem Mann wollte ich lernen, wie ein Pastor arbeitet. Ich ging zu ihm und ich bot mir an, 2 Tage in der Woche als ein Pastor für diese Gemeinde zu arbeiten, mit ihm zusammen. Und ich wollte keinen Lohn davor bekommen, ich wollte einfach nur lernen von ihm. Das war nicht normal in unserem Baptistenbund in dieser Zeit. Das machen wir nicht als Praktikanten so oft in unserem Bund in Australien. Aber ich war so einer der Einzigen, hat es für mich selbst ausgesucht. Vielleicht, weil ich selber eine Azubi war als Schreiner und wusste, dass mit Händen zu arbeiten und wirklich praktisch zu arbeiten, lernt man besser als nur in die Schule. Und deswegen vielleicht konnte ich an dieser Idee. Sie nahmen dieses Angebot an und ich verbrachte 3 fantastische Jahre damit, etwas über die Gesellschaft mitwirken zu lernen. Und in dieser Zeit, am Ende dieser Zeit, hatten sie mir angeboten, dass ich die Gemeinde übernimmt für eine Interimzeit, weil in Australien jeden 10 Jahren bekommt man 2 Monate so Sabbatzeit und dann kannst du nicht nur Urlaub, aber länger Zeit aus deinem Job haben, dann kommst du zurück, danach erfrischt und kann neu anfangen. Und an dieser Zeit hat mein Pastor das gemacht und hat mir diese Gemeinde gegeben für 3 Monate als Pastor. Dann war das wirklich meine erste Gemeinde als Pastor in dieser Gemeinde auch. Und ich verbrachte 3 wunderbare Jahre da. In dieser Gemeinde haben wir vieles mit der Gesellschaft gemacht. Wir unterrichten als einfache eine Gemeinde, dass wir unterrichten Senioren, wie man Computer benutzt. Wir dachten, das war wichtig, dass ältere Menschen wissen. Und wenn ich sage ältere Menschen, das ist jetzt 17 Jahre her, dann wir dachten an Leute, die 65, so 60 Jahre alt, 17 Jahre her, mussten lernen, wie man mit Computer umgehen. Dann wir können sagen, dann sind sie jetzt so frühe 80er Jahre, diese Menschen. Und wir hatten einen Raum gebaut und hatten Computers gekauft und vorbereitet und dann brachten wir diese Senioren bei, wie man Word und Excel und sowas benutzt auf einem Computer, wie man in die Internet geht, wie man E-Mail benutzt und diese Dinge. Und das gab uns viele Chancen in die Gesellschaft zu
mitmachen, mit den Leuten zu lernen, kennenzulernen, was sie brauchten, wie wir sie helfen könnten. Wir organisierten auch Flohmärkte, die Menschen zu helfen, andere Gegenstände für ihre Häuser zu kaufen, das günstig waren auch, weil da gab nichts in der Nähe von uns. Dann haben wir das einfach regelmäßig an der Flohmarkt gemacht. Nur, dass wir nicht, dass wir wollten Geld verdienen, wir wollten einfach Leute helfen, was sie brauchten zu kaufen und brachen das zusammen und gaben eine Chance, das zu machen. Wir halfen alleinerziehende Muttern. Wir hatten eine Gruppe von Männern, die wussten sich, kannten sich um mit technischen Dingen am Autos und sowas. Und wenn eine alleinerziehende Mutter ein Problem hat mit ihrem Auto, dann ging sie zu ihrem Haus und hat die Auto repariert und die Gemeinde hat bezahlt für die Dinge, die sie brauchen. Wenn er eine neue Wasserpumpe brauchte oder sowas, dann haben wir dafür bezahlt. Die Männer haben das gemacht für diese Frauen, dass sie auch Hilfe bekommen. Wir hatten eine lebendige Männerarbeit, die Männer dazu motivierte, das die Beste aus die herauszuholen. Und da war eine Chance für Männer, zum Sitzen und miteinander in Austausch zu kommen und auch zu kennen, dass Männer auch Probleme haben und die oft nicht darüber reden kann. Die haben nicht viele Leute, die ihre Probleme austauschen darf. Das ist nicht üblich, dass das Männer das machen so oft. Und das war eine Chance für diese Männer. Und ich bin immer noch in einer engen Verbindung mit dieser Männer, dieser Männergruppe. Und da waren auch manchmal Zeiten, wir waren in einem Stadtteil, das hat nicht so viele guthabende Leute und da war öfter Probleme, Streiten in Familien und da waren ein paar Frauen auch, dass die missbraucht von ihrem Ehemann und musste diese Situation verlassen. Und dann haben wir auch in diese Zeiten geholfen, dass wir diese Frauen helfen umzuziehen und wir schicken einen Ruf aus in die Gemeinde, dann kommen 10 Männer am Samstag mit Anhängern und Autos und Kräften und laden alles in Auto rein und dann sind wir alle weg. In einer Stunde ist das Haus leer, alle ihre Dinge sind weg und in ein neues Haus gezogen und dann hat sie Unterstützung dabei, haben wir sowas auch gemacht in dieser Gemeinde und viele andere Dinge auch. Aber das war eine Gemeinde, das hat gepredigt mit ihren Taten und mit ihren Händen. Und dann hatten sie viel in dieser Gemeinde gemacht. Diese Gemeinde geht immer noch jetzt. Das ist so 30 Jahre ist diese Gemeinde immer noch in diese Basketballstadien und immer noch tätig und immer macht, was sie machen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Gemeinde ihren Ruf, ein Volk der evangelischen Botschaft zu sein, und die tatsächlich das folgte. Wir haben gepredigt, die Menschen, wie ich gesagt, nicht mit Worten, sondern mit unseren Taten. Wir sahen, wie sich diese Menschen, ihre Leben verändert und wie ihre Leben heil wurden. Wir hatten eine Gesellschaft des Friedens. Ich war traurig, als meine Zeit in dieser Gemeinde zu Ende kam, aber ich erinnere mich immer noch gerne daran, an diese Gemeinde. Und denke immer noch danach, was für eine besondere Gemeinde. Aber andere Menschen sehen so eine Gemeinde und denken, das ist nur eine temporäre Gemeinde. Die sind nicht lange da, die haben kein Haus, die kaufen kein großes Gebäude, die bauen nichts auf. Aber die bauen vieles in die Gesellschaft drumherum. Und wenn diese Gemeinde diese Gesellschaft verlässt, dann würde es eine schlimme Sache sein für diese Nachbarschaft. Und das war wirklich, was ich wollte als Pastor zu lernen. Und ich habe schon viel von diesem Pastor und dieser Gemeinde gelernt. Lukas hier baut eine Geschichte auf. Jesus hat gesagt, dass er in die ganze Welt gehen würde. Am Ende hat er gesagt, zu Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Ende des Erde. Und Lukas baut hier eine Geschichte auf. Aber bis jetzt ist es immer noch nur über Jerusalem. Alles passiert in Jerusalem. Sie haben nicht bis jetzt weitergegangen. In den nächsten beiden Kapiteln von dieser Apostelgeschichte werden wir sehen, wie die neue Kirche von Jerusalem in die nächste Phase von ihrer Mission geht. Nach Apostelgeschichte 7
fängt es an, dass die weitergehen. Und wir machen unsere Predigtreihe nur bis Apostelgeschichte 7. Stell dir vor, dass du ein Konzertveranstalter bist. Du hast einen Veranstaltungsort und eine Saison von Künstlern geplant und eine kleine Gruppe von Straßenmusikern beginnt draußen zu spielen. Ein oder zwei Leute bleiben stehen und hören zu. Du machst dir vielleicht keine Sorgen. Aber wenn mehr Leute vor dem Veranstaltungsort stehen, ohne als drinnen, wenn mehr draußen sind als drinnen, rufst du vielleicht die Polizei und überlegst dich, deine Sache in der Hand selber zu nehmen. Und fast sowas jetzt passiert vor dem Tempel. Die Tempel ist das große Sache. Aber jetzt sind mehr Leute draußen hören zu dem Apostel, als die drin gehen. Und jetzt fangen an, die Tempelpriester und die Mächtige ein Problem damit zu haben. Petrus und Johannes bekamen Ärger, weil sie einen lahmen Mann geholfen haben. Einen lahmen Mann geheilt haben. Sie haben es nicht, der Heilige Geist hat es gemacht, aber wir wissen warum. Und jetzt, sagt dieser Text, sie halten vielleicht Hunderte von Menschen. Was für ein Ärger kommt jetzt an die Apostel, wenn die Hunderte Menschen heilen, wenn die so viel Ärger bekommen nur über einen Mann. Aber niemand wagte es, sich ihnen zu nähern. Warum? Warum wagten sie es nicht? Das klingt ein bisschen komisch. In einem Satz sagten, die wollten sich nähern, aber dann wächst die Gemeinde trotzdem. Warum denken wir, die wagten es nicht, die Apostel zu nähern? Keine Ahnung, wir haben eine Predigt letzte Woche über zwei Menschen. Die hat zu viele Fans vielleicht, ja. Aber ich glaube, vielleicht ein bisschen Angst. Sie haben gesehen, was passiert, wenn du in ein neues Königreich kommst, in eine neue Situation kommst und du bringst das Alte mit dich rum. Was machst du, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug? Vielleicht passiert, was hat passiert mit Ananias und Sapphira? Zu mich auch. Sie hatten Angst. Sie wollten nicht zu nahe kommen, aber die Einzige, das wagte es, nahe zu kommen, waren sie, das Hilfe brauchen. Sie wollten einfach nur, dass der Schatten von Petrus an sie fiel. Ich liebe Petrus, er ist einer von den besten Charakteren in dieser Geschichte. Ich habe gerade angefangen, The Chosen zu sehen auf Internet, das kann man gern sehen, das ist schön. Aber es zeigt, wie menschlich diese Leute waren. Wir denken nach St. Petrus und vielleicht eine Kathedrale in Rom, das ist gebaut in seinem Namen, was für ein heiliger Mann er ist. Aber wir vergessen, er war ein einfacher Mann, ein einfacher Mensch, genau wie uns alle. Er hat Fehler gemacht. Er spricht manchmal schneller, als er denkt. Und das hilft auch nicht immer. Petrus war ein normaler Mann. Ein paar Wochen vorher hat er Jesus versagt, dreimal, und jetzt bringen Leute ihre Lahmen und kranke Leute, nur dass seine Schatten auf sie fallen, dass er sie heilen kann. So großen Unterschied macht Jesus und seine Auferstehung in einem Leben. Und so einen großen Unterschied sehen wir hier in Petrus. Sie waren vielleicht, hatten vielleicht ein bisschen Angst vor Petrus. Aber trotzdem wächst die Gemeinde. Wenn die Leute kommen und denken, vielleicht könnte ich sterben, wenn ich hier komme, wenn mein Herz nicht richtig ist, aber die kommen trotzdem, was für eine vertrauliche Glauben haben diese Menschen? Die denken vielleicht, was, wenn ihre Sünden ans Licht kommen und sie auch vom Tod umfallen. Sie mussten sicher ihrem Motiv sicher sein, dass
sich dieser Gruppe anzuschließen. Diese Bewegung wuchs weiter, weil sie Leben veränderte. Diese Bewegung wuchs nur weiter, weil sie Leben veränderte. Wir mussten fragen, wie verändert sind die Leben von den Menschen, die zu uns kommen. Wir brauchen keinen großen Missionssatz für unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde heißt Friedenskirche. Eigentlich sollte das unser Missionssatz sein. Friedenskirche. Was meint der Frieden? Frieden kommt von der hebräische Wort was? Shalom. Wir wissen das alles, ne? Und was meint Shalom? Geh und mach keinen Krieg? Nein, das hat ein Leben, das voll ist. Ein ganzes Leben. Ein Leben, das wertvoll ist. Ein volles Leben, das ist Shalom zu haben. Das ist, was wir sind. So eine Gemeinde sollen wir sein. Das sollte unsere Mission sein. Und wie helfen wir unseren Nachbarn, unserer Gesellschaft, ein Shalom-Leben zu haben? Wie machen wir das? Diese neue Bewegung wuchs weiter, weil sie Leben veränderte. Ja, sie haben Leute geheilt. Das ist auch eine Zeit jetzt, wo Lukas erwähnt, dass Männer und Frauen zu Glauben kommen. Das ist außergewöhnlich, haben wir schon manchmal gemerkt, ne? Das sagt, und da so viele Männer kamen. Und jetzt kamen Frauen auch. Vielleicht kamen Familien zu Glauben, weil der Vater zum Glauben gekommen ist und die ganze Familie kam zu Glauben. Aber jetzt fangen an, Frauen von allein dahin zu gehen und zu Glauben zu kommen. Das war nicht gewöhnlich in dieser Zeit. Das hat nicht oft passiert. Hier in diese neue Gemeinde fallen uns drei Merkmale ein. Sie waren eine übernatürliche Gemeinde, die sich auf den Heiligen Geist verließ. Eine übernatürliche Gemeinde. Verlassen wir uns auch an den Heiligen Geist genug? Oder denken wir können das alles von alleine machen, weil wir Kräfte haben, unser gesundes Gehirn haben, wir können das selber machen. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Die haben Dinge gemacht, dass nur mit dem Heiligen Geist könnte diese Dinge gemacht sein. Sie waren eine Gemeinde, von Außenstehenden Respekt wurde. Die ganze Gesellschaft haben von diesen Leuten gehört und haben gesagt, dahin kannst du gehen. Da gibt es Heilung. Da gibt es Shalom. Die sprachen nicht über den Tempel so, aber über diese neue Gemeinde gingen sie, weil sie wussten, dahin bekommen sie Shalom. Das ist eine Gemeinde, wo Menschen verändert und geheilt und neu gemacht werden. Sie waren eine heilende Gemeinde. Die haben Menschen heil gemacht. Und nicht nur, wenn die krank waren, aber heil gemacht, Shalom gemacht, ein volles Leben geschenkt. Die mussten nicht mehr betteln am Straßen, weil sie waren jetzt geheilt, sie konnten arbeiten und ein volles Leben haben. Ein volles Leben ist nicht nur zu sagen, ja, vielleicht gehst du in den Himmel einen Tag, wenn du stirbst, dann bist du im Himmel und kannst eine Ewigkeit im Himmel sitzen. Auf einer Wolke mit einer Harfe, mit Flügeln wie ein kleiner Engel. Das ist eine gute Botschaft? Ich glaube nicht. Aber jetzt kannst du ein neu vollendetes Leben haben. Das vielleicht fängt unsere Nach- und an. Eine gute Nachricht, dass das Elend der Welt nicht verändert, ist keine gute Nachricht. Wie in Lukas 7. Die Blinden sehen, die Lahmen werden geheilt. Haben wir auch Angst? Warum helfen wir nicht dabei, Menschen gesund zu machen? Es muss nicht immer eine Wunder sein, Menschen zu heilen.
Manchmal ist es auch, ein Auto zu reparieren. Manchmal ist es auch, Computer beizubringen. Manchmal ist es auch, irgendwas anderes zu machen für Menschen, dass die heil sein kann. Wir haben die Botschaft von der Apostel von Jesus, dass Jesus kann dein Leben verändern, zu du kommst in den Himmel, wenn du stirbst, geändert. Das ist unsere gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, aber ist das alles? Ich sage nicht, dass es nicht wahr ist. Das ist wahr, das stimmt. Aber ist das das beste Botschaft? Ist das eigentlich eine gute Botschaft, wenn wir immer noch Leid haben, wenn wir immer noch Probleme in unserem Leben haben, wenn wir immer noch nicht mit anderen Menschen zur Freundschaft kommen und immer noch mit anderen Menschen keinen Austausch haben und kein volles Leben haben? Wir Christen trauen den Atheisten nicht genug zu. Wir sagen, dass das Leben ohne Hoffnung auf den Himmel ist ein hoffnungsloses Leben. Und es ist auch. Aber ich habe ein paar Mal von Atheisten gehört, warum sie glauben, was sie glauben. Und wir können irgendwas davon lernen. Da gibt es einer davon, der sagt, ja, dieses Leben ist alles, was es gibt. Wenn ich sterbe, gibt es nichts mehr. Deswegen muss ich alles aus diesem Leben machen, was ich kann. Das können wir lernen. Wir haben Hoffnung auf Himmel, wir haben Hoffnung auf ein ewiges Leben, ja. Aber auch dieses Leben müssen wir was damit machen. Zu viele Christen sagen, ich habe meine Fahrkarte zum Himmel gekauft, ich habe es jetzt. Ich gehe jede Woche zum Gottesdienst, ich singe Lieder, ich höre zu einer Predigt an, ich habe mein Leben zu Jesus gegeben, deswegen bin ich im Himmel, wenn ich sterbe. Das ist mein Leben. Und jetzt kann ich mein Leben ganz normal ausüben, wie alle anderen Menschen, und es macht mich nichts aus. Aber das ist kein echter christlicher Leben. Ne? Ja, mit deiner Fahrkarte zum Himmel und mit Gnade von Jesus können wir in den Himmel kommen. Aber ist das genug? Oder ist das eigentlich nur das Anfang? Es ist wie eine Rennen. Und die alle sind am Start. Und die alle beugen sich und sind bereit für das Rennen. Und dann geht das Pistole knall. Und dann hören sie auf zu laufen und jubeln und sagen, jetzt sind wir in das Rennen, jetzt sind wir in das Rennen. Aber die rennen überhaupt nicht. Die jubeln nur, dass die angefangen haben. Ist das, was wir machen? Ist das genug? Das ist nicht die Beispiel von dieser Gemeinde. Deswegen machen wir diese Predigtreihe. Was hat diese Gemeinde gemacht? Die haben das ganze Welt verändert. Diese Gemeinde, das fing an mit 12 und dann 3000, dann 5000 und jetzt, wir wissen nicht, wie viel an dieser Zeit. Wie haben die das ganze Welt verändert in den Glauben von einem Mensch? Weil er ist nicht nur ein Mensch, er ist Jesus Christus, unser Herr, und er ist auferstanden. Er ist auferstanden, ja? Ist er auferstanden? Das soll uns glücklich machen. Das soll unser Leben verändern. Er ist auferstanden. Wir haben aufgehört zu glauben, dass Jesus uns jetzt verändert. Wann ist das passiert? Ich hatte auch eine Zeit in meinem Glauben, in meinem Leben, wo ich dachte, ich hatte alles selber im Griff. Und das ist ein Problem mit wohlhabenden Leuten, die denken, sie haben alles im Griff. Sie brauchen Jesus nicht, die brauchen den Heiligen Geist nicht, die können stark arbeiten, gut Geld verdienen, sparen, haben Geld hinter sich, können alles machen, was sie brauchen. Alles kaufen, was sie brauchen, Essen am Tisch haben, schönes Haus haben, schönes Auto haben. Warum brauche ich eigentlich Jesus? Ich hatte auch so ein Leben. Und dann hat Jesus mein Leben geändert. Als er sprach zu mir und hat gesagt, ich habe was anderes für dich vor. Wann sind die Kirchen zu Kreuzfahrtschiffen geworden, die Gläubige zu amüsieren und haben aufgehört, Leben zu verändern? Wir sollen Leute helfen, ihre Leben zu verändern.
Und ich spreche nicht nur von Wundern, das passiert auch, und wir sollen für kranke Leute beten und wir machen das gern. Und vielleicht manchmal sehen wir Wundern. Ich habe es noch nie gesehen, dass es so oft passiert als mit Petrus hier in dieser Geschichte, wo Leute nur einen Schatten liegen mussten, dann bekommen, sind sie heil. Aber ich habe auch Wunder gesehen in diesem Leben, das passiert manchmal. Aber ich spreche von einem Leben mit Sinn und Zweck. Ein Leben in Shalom, ein Leben in Frieden, ein ganzes Leben jetzt, nicht nur später nach dem Sterben. Ein Leben mit Sinn jetzt, nicht später ins Himmel. Jeder von uns könnte auf jeden Moment tot umfallen, wie Ananias und Sapphira. Und all das Geld, das wir gespart haben, all die Pläne, das wir haben, alles, was wir für uns selber vorbereitet haben, macht überhaupt nichts. Hilft uns nicht mehr. Wir sollten unser Leben nicht damit verschwenden, nach Dingen zu streben, die keine Bedeutung haben. Und Christen machen das oft. Wie zum Beispiel, wie alt ist die Erde? Warum sollen wir so Fragen stellen? Und viele Christen stellen diese Fragen vor, machen Veranstaltungen für diese Sachen vor, weil sie wollen sagen, alle die Wissenschaftler haben keine Ahnung, was sie machen, weil wir wissen, wie alt die Welt ist und die Wissenschaftler wissen es nicht und wir machen so Blödsinn. Oder wir reden über Dinge, wie wer heiraten darf oder nicht, oder welche Farbe wir hier die ganze Wände hier streichen. Wir haben Ärger und Streite und Probleme über Farben von Wände. Diese sind alle Dinge, die keine Bedeutung über unser Leben haben. Wir sollten die Art von Menschen sein, zu der die Nachbarschaft kommt, weil sie sieht, wie sich uns das Leben verändert hat. Die ganze Stadt kam zu Petrus, weil sie haben gesehen, wie man dein Leben verändert ist, wenn du zu dieser Gemeinde kommst. Und wenn die Leute von unserer Nachbarschaft zu uns kommen, die kommen, weil sie wissen, wir sind Leute, die unser Leben verändert sind, weil wir in Jesus Christus glauben. Und wenn sie nicht zu uns kommen, müssen wir fragen, warum kommen sie nicht zu uns? Laufen wir rum, als wir unser Leben nicht verändert ist? Kennen sie nicht uns? Haben wir keine noch nicht christliche Freunde? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, alle die Nachbarn in meinem Haus sind Christen. Ich bin so zufrieden, dass die alle Christen sind. Und ich sage, du armer Mensch, was ist jetzt deine Missionsfeld, wenn du keine Nicht-Christen in deiner Nachbarschaft hast? Es ist besser, wenn die keine Christen waren. Dann hast du was zu tun. Ja, wir können loben mit anderen Christen, das ist gut. Wir machen das hier am Sonntag. Wir werden ein paar Lieder singen und Lobpreis machen nach dem Predigen. Das ist gut so, wir sollen das machen, das ist kein Problem, ich sage nicht dagegen. Aber was anderes machen wir, dass die Nachbarschaft zu uns kommt? Wenn sie unsere geänderte Leben sehen, das ist eine gute Nachricht. Das ist Shalom, das ist Friedens. Und dann vielleicht haben wir verdient unseren Namen, Friedenskirche, dass wir eine Kirche von Shalom sind. Wir müssen uns nachdenken, wie können wir die Leben verändern in Menschen, jetzt, nicht nur im Himmel, wenn sie vollendet sind. Lass uns beten. Unsere Vater im Himmel, wir danken dir, dass du heute uns dieses Beispiel gegeben hast von dieser neuen Gemeinde. Es hat uns sehr geholfen. Hilf uns, in unsere Herzen zu fragen, was können wir machen, alleine und als Gruppe, dass die Nachbarschaft, die Gesellschaft um uns wisst, dass wir haben ein verändertes Leben und die können auch ein verändertes Leben haben. Helf uns, deine Leute von Shalom zu sein. Sprich zu uns, Heiliger Geist, und hilf uns, an dich zu hören. Amen.